Das Restaurant The Table ist jetzt 5 Jahre geöffnet im August und die Inspiration war für mich, ein Gourmet-Restaurant zu schaffen, das es so in Deutschland noch nicht gibt. Das hört sich auch wieder sehr überheblich an, aber konzeptionelle Maßstäbe zu setzen in der Spitzengastronomie. Das eine ist natürlich die Qualität, der Geschmack, die Zusammensetzung der unterschiedlichen Produkte, das Gericht also. Aber das andere ist, den Gast direkt an der Eingangstür abzuholen, ihn zu beflügeln mit Sound, mit Akustik, mit Temperatur, mit den ersten Satz, den der Service Waiter am Gast erwähnt. Ja? Also das ist alles so emotional, dass der Gast sich gar nicht darüber Gedanken macht, aber auch das Sitzgefühl am Stuhl, aber auch die Haptik am Tisch. Es ist alles. Das Licht, das spielt alles einfach eine Rolle und das war mir persönlich wichtig, um The Table im ersten Jahr dahin zu führen, wo es heute ist. Ein Restaurant, das halt ja ein Jahr im Voraus ausgebucht ist. Wir hatten lange darüber nachgedacht, ein zweites Restaurant wie The Table zu eröffnen, ob das jetzt in Frankfurt, in München oder auch in Berlin geschieht, vielleicht aber auch in Paris oder London. Das war für uns alles ein bisschen zu unsicher. Wir wollten uns auf etwas Neues konzentrieren, das, was auch unserer Leidenschaft nachgeht. Also ich sage unser, weil Dennis Elias, mein ehemaliger Sous-Chef, man könnte auch sagen Küchenchef hier aus dem Restaurant The Table, war einfach so durstig, so wissenshungrig, seinen eigenen Instinkt auch nachzugehen. Und diese Kreativität und diese Leidenschaft habe ich gespürt und deshalb wollten wir unbedingt gemeinsam ein weiteres Konzept eröffnen. Und da unsere gemeinsame Leidenschaft immer das Cocktailtrinken war, international, ob in Hongkong oder London, Paris, wo auch immer, unterschiedlichste Bars zu besuchen, war dann der nächste Step, darüber nachzudenken, wie kann ein Küchenchef aus einem 3-Sterne-Restaurant sich vermählen mit einem Barkeeper, der sowieso unser Wunschkandidat ist, und dann außergewöhnliche Cocktails schaffen, die es so vorher auf dem Planeten nicht gab. In der Puzzlebar kommen 3 unterschiedliche Elemente zusammen. Zum einen, dass mein ehemaliger Sous-Chef hier aus dem Restaurant The Table, Dennis Elias, nicht nur Teilhaber ist, sondern auch Kreativchef und mit einem Barkeeper zusammenarbeitet, um außergewöhnliche Cocktails zu arbeiten, die manchmal auch die Inspiration eines Gerichtes haben, bei uns aus dem Restaurant. Das zweite Teil ist die Architektur, also der Tisch, das Biest, wie wir diesen Tisch getauft haben, findet sich wieder an den unterschiedlichen Stehtischen am Fenster und ergibt zusätzlich ein Puzzle. Und natürlich das dritte Element, der Cocktail als solches, der immer aus unterschiedlichen Elementen besteht und dann zur Perfektion kreiert wird. Also das hört sich jetzt vielleicht sehr salopp an, aber für mich als junger Koch war es immer ganz extrem wichtig, Ziele zu haben. Das vermisse ich gerade derzeit. Und die meisten jungen Köche, die auch vielleicht in sehr guten Sterne-Restaurants arbeiten, wissen in diesem Zeitraum nicht mal, dass ihre Version der Zukunft der Sternekoch ist. Also es kann ja nicht jeder Sternekoch werden, aber ich finde es immer schade, dass diese Perspektivlosigkeit immer mehr erkennbar ist. Und für mich das Allerwichtigste, was ich Gastronomen mit auf den Weg geben möchte, ist Vertrauen in die eigene Kreativität und den Glauben an die Zukunft und sich damit dann halt auch gleichzeitig Ziele zu setzen. Wenn ich keine Ziele mehr setze, kann ich sie auch nicht erreichen.